Jo Leute, herzlich willkommen zu Gaming mit dem Sammler. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und dann wollen wir jetzt mal sehen, was uns jetzt so quiz-technisch heute so erwartet. Dann gucken wir doch mal, wie man kommt. Ah, hallo. Erster, zweiter. Endlich eine, die zweiter sagt. Da habe ich die ganze Zeit schon drauf gewartet. Aber war es dann jetzt auch die zweite? Ja, ich glaube, zweiter, dritter. Also war nah dran. Nah dran. Wir lassen es gelten. Ja, liebe Grüße aus Regensburg. Ja, grüße zurück. Moin nach Hamburg und Regensburg und Hövelhof und Thüringen. Wow. Bliesgau. Freut mich. Wo ihr alle so herkommt. Genau. Christina ist morgen da, hat einer gefragt. Ja, keine Sorge. Keine Sorge. Das war. Hallo Annika. Ja, hallo zurück. Hat einer gefragt, was ich zum Sieg der Eintracht Braunschweig gegen Osnabrück halte. Natürlich ein bisschen traurig. Ich hätte es beiden gegönnt, aber Osnabrück hat es ein bisschen mehr gebraucht eigentlich bei dem Abstiegskampf zweite Liga. Drücken wir beiden Mannschaften die Daumen, dass sie die Klasse halten. Sehr wichtig. Okay, ich habe keine Ahnung. Keiner, kein Problem. Aber gut, dass wir hier Jan haben, der ist der Profi. Genau, vergesst nicht, Leute, wenn ihr jemanden grüßen wollt oder irgendwas, macht das. Ja, macht es am besten jetzt. Jetzt haben wir den Chat am besten im Blick. Weil jetzt geht's noch. So eine Art, ganz viele Grüße, Annika. Ja, okay, also dass ihr mich grüßt, freue ich mich auch, aber das... Genau, grüßt mal eure Oma, eurem Vater oder was weiß ich. Grüße an meinen Bruder. Ich kann leider, aber es ist einfacher, wenn ihr Namen schreibt, weil zu sehen, wie euer Name ist und zu sehen, was ihr schreibt, ist gar nicht so einfach bei so einem aktiven Chat. Oma Ursula, alles Gute. Grüße an Amelie. Amelie, sie ist 12.000 Chat schon. Klasse. Sehr gut. Freut mich. Ja, Haare offen mache ich noch, jetzt noch nicht. Hallo Travis, alles gut, dein Papa grüßt dich. Wie schaffst du, dass das so viele Leute sich dafür interessieren, wie deine Haare offen aussehen? Wahnsinn, das ist schon beeindruckend. Das war du, wo du weg warst. Da habe ich erzählt, dass ich lange Haare habe. Das mache ich alles. Ja, ich habe das mitbekommen, aber dass das so plötzlich so ein Lauffeuer hier ausgelöst hat. Wahnsinn. Nee, habe ich mir auch gedacht. Grüße an meine Oma. Grüße an David. Und sehr gut. Vergesst nicht, Daumen hoch zu machen und alles, ne? Wirklich. Ja, wenn ihr zum ersten Mal da seid, Daumen hoch, oder wenn ihr schon wieder da seid. Herzlich willkommen zur Grußsendung. Wenn ihr zweite Mal oder mehr da seid. Dann Daumen hoch, sonst macht ein Herz, damit wir auch sonst Bescheid wissen. Ja, ist alles auf jeden Fall. Liebe Grüße, Enno. Sehr gut. Aber, wie sage ich immer so schön, endlich wieder 18 Uhr, endlich wieder Quiz to Life und endlich wieder ich. Mein Name ist Jan Tauer und mit mir habe ich meine traumhafte, nette Kollegin Annika dabei. Sei gegrüßt. Seid gegrüßt. Schön, dass ich hier sein kann. Wollte ich gerade sagen. Ich sehe, der Chat füllt sich. Gleich 15.000 Leute schon dabei. Wahnsinn. Ihr wisst, wie es abläuft. Ich habe wieder heute 12 Fragen für euch vorbereitet. Und zwar will ich 12 meine Antworten natürlich. Antwortet ihr falsch, fliegt ihr leider raus. Aber ihr habt bis Frage, einschließlich Frage 7, die Chance mit unserem Rettungsring. Könnt ihr eine Runde weiterkommen automatisch. Das heißt, wisst die Frage nicht oder antwortet falsch, geht es automatisch weiter, wenn ihr den Rettungsring benutzt. Apropos Rettungsring, wir haben so ein kleines Feature eingebaut und zwar könnt ihr Freunde einladen. Wenn wir nicht live sind, könnt ihr auf so einen Knopf drücken in der App und dann könnt ihr Freunde einladen. Da bekommt ihr einen Rettungsring für jeden Freund, der dabei ist. Preisspot haben wir heute auch. 4.000 Tickets und 400 Rettungsringe. Wie gesagt, wie immer, sehr guter Pot, den ihr euch teilen könnt. Wir haben auch einen Geheimagenten-Quiz auf Quizduell zurzeit, spielt das auch mal. Die Annika hat das auch gespielt. Ja, ich war nicht so erfolgreich. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das schon gespielt hat. Ja, könnt ihr mal sagen. Könnt ihr mal sagen, wie das bei euch gelaufen ist. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag sind wir ja live, 18 Uhr. Und Mittwoch habe ich was ganz Feines vorbereitet. Ein Flaggenquiz. Guckt euch das mal an. Da habe ich mir die gefährlichsten Flaggen der Welt rausgesucht, die ihr erraten müsst. Also, da sind wir beide wieder hier für euch. Aber ich würde mal sagen, wir sind gleich 20.000 Leute. Los geht's mit Frage Nummer 1. Welche Redensart beschreibt etwas, das es im Überfluss gibt? Wie Würmer im Boden, wie Nadeln am Baum, wie Heu im Stall oder wie Sand am Meer? Klingt erstmal nach allem etwas, wo es viel von Sand gibt. Am Meer. Ja, wollte ich gerade sagen. Alles. Ich habe mich ja fast verdrückt, weil ich hätte da mit der Nadel im Heuhaufen, da hätte ich so ein bisschen falsch gedacht. Aber wie gesagt, richtige Antwort ist natürlich wie Sand am Meer. Und das wussten 17.750 Leute. Sehr, sehr gut. Gute Arbeit. Ich denke mal, das ist, soll schon klar sein, auf jeden Fall. Aber ja, wenn man sich mit Sprichwörtern auskennt, dann geht das. Wollte ich gerade sagen. Frage 2, 50-50. Wo steht der Eiffelturm? Moskau oder Paris? Ja, da hatten wir letztens eine Frage zu, wie man den in seinen Anfangsjahren genannt hat. Und dann hieß es irgendwie Gerippe und Skelett und sowas, ne? Mm-hmm. Ich weiß genau. Gar nicht genau. Die hast du doch bestellt. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob jemand von euch sich noch dran erinnert.
Genau. Ich glaube, da gab es noch irgendeine andere Option, aber das weiß ich gar nicht mehr. Nein, ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern. Aber der Eiffelturm, ich sehe da im Chat, steht der in Paris natürlich. Richtig, 18.300 Leute sehr wussten gut. Sehr gut. Das freut mich, dass wir noch dabei sind. Moskau. Verdrückt sich auch leicht. Wie gesagt, vergesst nicht zu grüßen, alles dies und das. Drückt weiter im Chat, wen wir grüßen sollen, was ihr für Themen haben wollt, für neue Chats und für neue Quiz, alles. Talentierte Schwestern wissen alles. Also, siehste. Die kenne ich, die talentierten Schwestern. Siehste, sehr gut, sehr gut. Vor der Frage 3 hören wir uns kurz was an. Ich freue mich immer auf die Stewardessen Sicherheitsanweisungen. Hey, und da tue ich immer voll überinteressiert. So, wow, hey, wow, als ob ich das noch nie gesehen hätte. Wow, da freut sich. Mittermeier. Guter Mann. Die Frage hierzu. Wie heißt der Komiker? Mario Barth, Felix Lobrecht, Michael Mittermeier oder Ottfried Fischer? Ich hätte es direkt am bayerischen Dialekt erkannt. Annika, du hast keine Ahnung, wer das ist, ne? Nee, aber ich bin auch nicht so, bei Comedians bin ich nicht ganz so gut informiert. Aber kennst du Felix Lobrecht zum Beispiel? Ja, kenne ich. Aber der ist auch noch mal ein bisschen jünger, ne? Das ist vielleicht auch noch mal so eine Generationsfrage, ja. Genau. Der alte Komiker, den wir hier suchen, war natürlich Michael Mittermeier, der alte Bayer. Und das wussten 15.910. Also wow, wir haben fast 1.500 verloren am Mario Barth. Ja, ich finde es für eine dritte Frage gar nicht so einfach gewesen. Ja, das kann man wissen, kann man wissen. Vor Frage 4 gibt es einen kleinen Tipp. Guckt euch das Bild mal an. Wenn ihr genau hinkommt, dann ist die Frage noch mal ein bisschen einfacher. Genau, genau. Guck ganz genau hin. Das ist so ein Beispiel aus unserer Readly-App. Frage hierzu. Wie nennt man die Kamera, die in vielen Laptops am oberen Bildschirmrand verbaut ist? iCam, Facecam, Webcam, Selfiecam. Ja, das ist wahrscheinlich was euch jetzt allen sehr bekannt ist, gerade jetzt in den Homeoffice-Zeiten oder wenn man von zu Hause studiert, braucht man die Kamera ja irgendwie mehr als gewöhnlich. Wollte ich gerade sagen, die Kamera ist sehr wichtig. Ist natürlich nicht die Selfiecam, ist nicht die Facecam, nicht die iCam. Ist natürlich ganz klar. In meiner Meinung sollte man das wissen. Ist natürlich die Webcam. Und was das die beste, wenn ihr eine super Webcam sucht, macht Sinn. Grüßt weiter im Chat. Eli grüßt Frankie. Ja, das machen wir. Annika, ganz viele Herzchen. Gefällt mir. Sehr, sehr gut. Biologiefrage. Was ist die schwerste Vogelart der Welt? Emu, Strauß, Albatros oder Flamingo? Also erstmal größere Vögel. Ich glaube, den Kolibri haben sie ganz rausgelassen. Kolibri haben sie ganz rausgelassen, der wiegt nichts. Ich gehe das Ganze mal chronologisch durch. Flamingo wiegt bis ungefähr 3 Kilo. Das ist nicht so schwer. Albatros bis 12 Kilo. Emu bis 30 bis 45 Kilo. Und der Strauß bis 160 Kilo. Deshalb ist schon noch mal eine Nummer. Das ist eine harte Nummer. Deshalb kann er auch nicht fliegen, aber schnell laufen, haben wir festgestellt. Ja. 12.000. Das ist ja auch ganz schön viel Gewicht transportieren. Das ist doch der Vogel, der richtig rennt, oder? Genau, genau. Das ist der mit den dünnen Beinchen, der immer so schnell rennt. 160 Kilo ist schon... Aber der hat auch so einen großen Körper. Also der ist doch so ein kugelrundes Ding auf langen Beinen. So genau, langer Hals, dünne Beinchen und ganz dicken Bauch. So, vor der Frage 6 gibt es nochmal ein Bild. So ein alter Mann mit langem Bart. Genau. Guck, jemand wollte einen Jan-Tauer-Quiz. Grüße von Christina. Ich hoffe, das ist unsere Christina an mich. Würde mich wir freuen uns auch über andere Christinas. Aber die Frage hierzu. Er schrieb das revolutionäre Buch über die Entstehung der Arten. Wie heißt er? Charles Darwin, Richard Dawkins, George Orwell oder Karl Landsteiner? Charles Darwin. Also George Orwell hat auch ein Buch geschrieben, aber ob das jetzt über die Entstehung der Arten ist, also ich meine, er hat auch mehrere Bücher geschrieben, aber ich glaube, man kennt ihn ja am meisten für sein 1984, das ist nicht ganz so biologisch angehaucht. Genau, richtig. Das Buch wurde übrigens veröffentlicht 1859 und gilt als grundlegendes Werk der Evolutionsbiologie. Und Charles Darwin ist natürlich die richtige Antwort. 14.086 Leute, wir sehen, wir haben sehr Routiniers, will ich schon fast sagen. Und was passiert jetzt? Das wissen die meisten auch, die immer oft dabei sind. Letzte Frage für den Rettungsring. Also, benutzt den, ist eine 50-50-Frage, wenn er Hilfe braucht. Was wurde 1959 zum 50. Bundesstaat der USA gewählt? Hawaii oder New Mexico? Hawaii. Ich da ein bisschen geografisch vielleicht auskennen, also oder halt geschichtlich, aber für mich wäre jetzt eher die geografische Herangehensweise die richtige gewesen. Ich hätte da, glaube ich, hätte da auch richtig geraten, denke ich mal. New Mexico wurde 1912 der 47. Bundesstaat. Deshalb ist Hawaii richtig und das wussten 13.078 Leute. Ergibt ja irgendwie Sinn, es ist einfach nochmal so weit ab vom Schuss vom Rest, dass das irgendwie als letztes dazu kommt. Stimmt. Nee, da hast du recht, da hast du auf jeden Fall recht. Und alle, die den Push beachtet haben, jetzt kann euch Italienisch helfen. Hört genau zu. Welches italienische Gericht heißt übersetzt Spring in den Mund? Fettuccine, Cannelloni, Tiramisu oder Saltimbocca? Ich finde auch, weil ich bin ja auch durchaus Quizduell-Spielerin ab und zu, da finde ich, begeht einem so eine Frage auch häufig. Also wenn ihr viel
viel normal Essen und Trinken spielt, dann kommt einem das vielleicht auch mal über den Weg. Wollte ich gerade sagen. Grüß an Jorim übrigens, habe ich gerade gesehen. Sehr gut. Tobi, grüßt Lisa. Sehr, sehr gut. Richtige Antwort ist natürlich Saltimbocca, gebratenes Schnitzel mit Schinken und Salbei. 8818 Leute wussten das. Was gehört Tiramisu? Ziemlich hoch. Tiramisu. Zu hoch. Sehr gut. Nee, guck mal, ihr lernt auch immer was da. Ihr lernt ja, Sprache, genau. Ihr lernt Essen, alles. Drei Fragen haben wir noch. Also, Countdown läuft. Nee, vier noch, oder? Vier, stimmt. Vier. Wir sind haben ja jetzt erst bei neun. Ach, ich bin schon, weil so viele Leute sind. Du bist schon so auf der Zielgeraden. Wollte ich gerade sagen. Frage neun, legen wir los. Was ist das Cerebellum? Zwerchfell, Kniescheibe, Knochen im Unterschenkel oder Teil des Gehirns? Ja, da hätte ich jetzt auch den Sprachen-Approach genommen und hätte, also biologisch kenne ich mich da nicht so aus, aber es ist ja durchaus manchmal einfach, wenn man andere Sprachen kann. Das ist wirklich nicht oder so leicht. Latein hatte in der Schule. Latein, Italienisch, Spanisch könnte hier helfen, denke ich mal auf jeden Fall. Wahrscheinlich auch Französisch, aber da Französisch bin ich selber nicht auch. So. Stimmt, richtig ist natürlich das Teil des Gehirns und das ist, das Cerebellum liegt ungefähr hier hinten und soweit ich mich erinnern kann, war das für die Koordination und für die Balance ist das. Gut, dass du allen nochmal deinen Dutt zeigst, dann kommen noch mehr Haarfragen gleich. Ja, kommen noch ein paar Haarfragen, ja. Stimmt. 5770 Leute wussten das und jetzt kommen die letzten drei Fragen. Genau. Jetzt sind wir auf der Zielgeraden. Und wir gucken uns kurz ein Bild an. Genau. Da sind wir. Befinden uns im Dom. Ja. Der Kölner Dom, die Frage hierzu. Dieses Fenster des Kölner Doms wurde 2007 eingeweiht. Wer entwarf es? Gerd Richter oder Anselm Kiefer? Und warst du schon mal im Kölner Das Richterfenster. Ich war schon mal Hast du dieses Fenster schon mal live betrachtet? Nee, ich habe da gar nicht dran gedacht. Das ist das Kuriose. Ich war schon mal in Köln natürlich und war auch schon mal im Dom, aber daran habe ich jetzt nicht gedacht. Wie gesagt, das Fenster nennt man übrigens das Richterfenster, besteht aus über 11.000 zufällig angeordneten Farbquadraten und es heißt deshalb natürlich, Gerhard Richter hat das gemacht und es wussten 4.233 Leute. Also irgendwie ist mir auch das Richterfenster ein Begriff, auch wenn ich das jetzt nicht vorher so gewusst hätte. Wollte ich gerade sagen. Wer schreibt da Günther Netzer? Ich hoffe, du meinst nicht mich. Wie gesagt, grüßt weiterhin und schreibt, wenn ihr ein paar neue Quiz-Themen haben wollt. Wir versuchen das alles unter einen Hut zu bringen, natürlich. Harry Potter haben wir schon aufgeschrieben. Ja, wir haben ja schon mal als nächstes erstmal ein Flaggenquiz. Da haben sich ja auch schon einige drüber gefreut. Wollte ich gerade sagen. Bitte Geoquiz machen wir alles. Zwei Fragen haben wir noch. Frage 11. Hören wir uns kurz was an vorher. Billy Ray Cyrus. Die Frage hierzu. Der Vater welcher Künstlerin schrieb dieses Lied? Ariana Grande, Selena Gomez, Miley Cyrus oder Katy Perry? Billy Ray Cyrus. Bei mir jetzt ein bisschen hilfreich gewesen, dass ich nur einen dieser Väter überhaupt kannte. Also, und dass ich von dem wusste, dass der auch Musiker ist. Insofern. Siehste? Hilfreich. Das Lied hieß Achy Breaky Heart und du kannst ja sagen, wer das geschrieben hat. Das war natürlich der Billy Ray. Vater von Miley Cyrus, weil er heißt Billy Ray Cyrus. Miley Cyrus ist richtig. Das wussten 2757 Leute. Wow. Wir geben ich fand, für 11 sind wir. Wir sind noch gar nicht so. Nee. Wir haben nur einige dabei. Wollte ich gerade sagen. Aber ihr wisst, was jetzt los ist. Letzte Frage, Freunde. Bam. Jetzt will ich wirklich, dass sich alle konzentrieren. Augen auf beim Eierkauf, wie ich mal so schön sage. Welcher altägyptische Gott verkörperte Finsternis und Chaos? Anubis, Apophis, Horus oder Nefertem? Ich habe das, wie gesagt, ich habe das mal in der 5. Klasse durchgenommen, altägyptische Götter. Aber seitdem habe ich mich nicht mehr so viel damit beschäftigt. Insofern ich kenne nicht ganz so. Ich kenne nur Kleopatra. Das ist ja kein Gott. Das ist ja kein Gott, natürlich nicht. Das hilft dir ja hier überhaupt nicht. Richtige Antwort ist Apophis. Und das wussten 634 Leute. Gucken wir uns mal ein paar Gewinner an. Und zwar haben wir dabei Kuxi 2612, Brummbär 1964, Armand Blues, Kiki, Chiara, Squidman, Mockingjay, Mayaolo, Ich schaff das, Steinbock Andy und Quiz Philipp 97. Wirklich, herzlichen Glückwunsch. Vergesst nicht, eure Freunde einzuladen. Genau, und der Link ist jetzt auch da. Den könnt ihr auch sehen, den Readly zu testen. Testet das. 6 Wochen gratis. Ihr habt nichts zu verlieren. Griechische Mythologie-Quiz. Klingt das auch gut. Wollte ich gerade sagen. ich bedanke mich für heute, dass alle dabei waren. Hat tierisch Spaß gemacht. Morgen, Annika und Christina machen das auch wieder 18 Uhr und Mittwoch, Donnerstag
Mittwoch bin ich dabei und Donnerstag wieder Annika dabei. Annika ist jeden Tag dabei. Ich übrigens. Bin hier die ganze Woche. Also sehr. Schaltet ein und ihr werdet volles mich Programm, sehen. Wollte ich gerade sagen. Nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hat mich tierisch gefreut und ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut und ciao. Bis bald. Jo Leute, da bin ich mal durchgekommen. Das ist ja auch eine seltene Sache. Ja, ich fand dieses Quiz auch diesmal gar nicht so schwer. Na, daran sieht man ja auch, dass alleine jetzt schon bei der 11. Frage noch über 2000 Leute übrig waren. Wie oft habt ihr das denn schon geschafft? Ich glaube, das ist jetzt mein 3., 4. Mal irgendwie so. Na gut, ich denke Mittwoch das Flaggenquiz, das wird wieder schwer. Also das könnte ich mir durchaus wieder sehr kompliziert vorstellen. Wenn sie dann wieder irgendwie was 300 Jahre altes ausbuddeln werden, dann in den höheren Fragen. Na gut, schreibt mir mal, ob ihr mal gewonnen habt und wie oft ihr gewonnen habt. Bis morgen zur nächsten Runde Quizduell. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert mich, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn ich mal wieder was Neues hochlade. Schreibt mir Kommentare, folgt mir auf Instagram und sorgt damit dafür, dass meine Motivation für euch weiterhin Videos zu produzieren hoch bleibt. Ihr wisst ja, Filme zu produzieren ohne Zuschauer ist immer ein bisschen suboptimal, deswegen zeigt mir eure Unterstützung. Ich hoffe, dass ihr beim Anschauen genauso viel Freude habt, wie ich beim Erstellen dieser Videos.